Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal das Hanna, sieht man das? So, falsch rum. Hanna 10, 20 plus. Das habe ich netterweise zur Verfügung gestellt gekriegt. Hier auch steht auch Not for Sale drauf. Sieht man das? Not for Sale. Das darf ich jetzt ein, zwei Wochen benutzen und euch dann mein Fazit dazu sagen. Ich bin mal schon sehr gespannt, weil ich habe ja das 8X schon und jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist. Und ich bin vom 8X schon begeistert gewesen. So, gucken wir uns erstmal an, was halt mit bei ist, wenn wir das kaufen. Na, kommen damit raus hier. So, dann haben wir halt einmal, oh, lila, das sieht ja, oh, das wäre ja was für meine Frau. Das wäre ja was für meine Frau. So, dann haben wir hier wieder diesen kleinen Pinöpel. Der ist so, da ist so nichts drin. Seht ihr das? Das ist nur dafür da, dass der halt sicher aufgehoben ist. Damit machen wir denn die SD-Karte da rein. So, dann haben wir einen großen Adapter jetzt, einen großen Wandadapter. So wie ich es von meinem Huawei P10 kenne und von meiner Mutter ihrem Huawei P30. Lite hat die. Dann haben wir einmal einen Stromkabel, also ein USB. Ich muss mal gucken, ob es USB-C ist. Ja, es ist USB-C. Brauche ich nicht. Ich habe ja von meinem Huawei P10. Oh ja, was haben wir hier? Wir haben einen Adapter mit bei. Moment. So, da bin ich auch wieder. Meine Frau und mein Kind sind gekommen. So, machen wir mal vorsichtig auf. Weil ich brauche nicht, weil ich habe ein Wand, ich habe ja meine Bluetooth-Kopfhörer. Das ist ein Adapter von USB-C auf Klinke. Ich finde es echt schade, dass überall die Klinke-Anschlüsse weggemacht werden. Apple hat damit angefangen mit dem Scheiß und alle ziehen sie hinterher. Also das ist nicht schön. Das ist für mich negativ. So, wir können jetzt das alles wieder einpacken, weil ich brauche den USB-Kabel und den Wandadapter brauche ich nicht. Ich habe Steckdosen mit USB und habe hier noch USB-C-Kabel dran. Ne? Das ist für mich jetzt eher uninteressant jetzt gerade. So, jetzt gucken wir uns das Handy nochmal an. Hier haben wir dann das Huawei. Quatsch, Huawei. Huawei ist der Mutterkonzern und Honor ist ein Ableger von Huawei. Das ist das Honor 20 Pro. Wir werden es gleich anmachen. Das machen wir in einem separaten Video. Und guckt euch mal das an. Das werde ich meiner Frau vorher noch zeigen. Seht ihr das? Dass das immer so ein bisschen anders ist. Voll geil. Aber den Aufkleber, ich werde den mal lieber drauf lassen. Solange wie er geht, um halt das Display zu schützen. Ja. Wir haben auch hier wieder. Ach so, die Taste ist jetzt hier nach unten gerutscht. Die ist jetzt hier der An- und Ausknopf. Hier oben haben wir dann laut und leise. Hier haben wir gar nichts. Unten haben wir nur noch ein USB-C. Oben auch. Also hier. Also das finde ich eigentlich ganz gut mit dieser Einkerbung. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich kann es für euch richtig draufkriegen hier. Das bedient sich sehr gut. Auch laut leise ist halt sehr schön. Farbe wäre jetzt nicht so meins. Für mich wäre diese grüne halt viel cooler gewesen. Ist aber halt, wie gesagt, nur ein Leihgerät. Aber für meine Frau wäre das, ist das, denke ich mal, richtig cool. Und da unten steht Honor. So, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir das Huawei das erste Mal benutzen, Honor das erste Mal benutzen werden und einrichten. Weil viele fragen immer, ja, wie kann ich denn meine Daten darüber schieben? Das geht kinderleicht. Das werde ich euch gleich alles noch mit erklären und zeigen. Ich werde das jetzt nur mal meiner Frau schnell zeigen, damit meine Frau sich das mal angucken kann,
Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.